Und damit, mit diesem langen Vorspann, mit der Mitfahrt, wünsche ich euch ein herzliches Willkommen hier auf dem südostmoralischen Fernsehen bei einer neuen Folge Transit Fever. Yay! Wir haben die Linien hier gebaut. Drei Linien sind hier drauf. Einmal Brot nach Beltheim, Brot nach Elsdorf. Und von hier geht es jetzt schon ordentlich voran. Das Ding baut's aus. Wir werden auch gleich hier miterleben, wie das Ding vergrößert wird. Und zwar jetzt. Na komm. Lass es uns miterleben. Komm, schneller. Also, wir haben ja hier jetzt den Bauernhof, das Weizensilo, und hier unten ist die Tierzucht in diesem kleinen Gebäude. Bäume zählen anscheinend mit. Hier kommt jetzt der Zug an. Oder auch nicht. Lass es uns wissen. Na, vielleicht kommen wir noch später mal auf dich zurück. Jetzt kommt der Zug. Passt übrigens auf den Bahnsteig hier? Na, passt da drauf. Gerade so. Fährt er voll? Naja, wenig Vieh, dafür viel Getreide. Jetzt muss es aber bald soweit sein. Mal kurz was getrunken. Na komm. Machen wir jetzt erstmal hier Schluss. Haben die ja alle so gut wie im Blick. Und ich kümmere mich jetzt erstmal um. Wir können das ja trotzdem hier so ein bisschen im Blick halten. Um den Ersatzverkehr. Wir fangen mal, wie gesagt, von oben an. Gucken, was wir hier machen können. Fahrzeug wählen. Ich würde den da nehmen. Okay. Yep. Mal sehen, wie schnell die sich ändern. Man sieht es ja dann auch hier. Fahrzeug wählen. Den da. Jo. Und Fahrzeug wählen. Jo. Fahrzeug wählen. Können wir bei den anderen auch gleich mitmachen. So, wie lange haben wir den Fahrzeugersatz nicht mehr gemacht hier? Könnt ihr euch das noch daran erinnern, wann das war? Oh, zack. Okay, zack. Die laufen ja alle im Plus hier. Das freut mich super. Also das freut mich wirklich sehr. Das ist eine S-Bahn. Ja, da wird auch dran gedacht, ne? Immer die oder die? 11, 16. Nehmen wir mal die hier.
kann man nichts falsch machen. So, Fahrzeug wählen. Zack, zack, zack. Zack. Na guck, die ändert sofort hier. Ja. Da können wir vielleicht hier Fahrzeug wählen, den da und mit der Farbe noch ein bisschen ändern. Hier grün. Eventuell. Achso, okay. Nein. Ja. 160. Ja, darum ändere ich das ja gerade aus. Eigentlich dürftet ihr überhaupt nicht mehr rummeckern. Also da merkt man ja, welche Linien hier Stahnsdorf, wusste ich, dass die Stahnsdorfer Linie hier aufmuckt. Habt ihr ja schon rausgefunden vor ein paar Folgen? Und wir machen jetzt hier noch die zu Ende. Das ist die Hausner Kogge. Gibt es ja auch schon Fahrzeuge. Neue 75, 100 Passagiere. Das ist Gütertransport. Und das ist auch Gütertransport. Schaffhausen. Die klingt doch schon regelrecht wie für uns gemacht, oder? Die Schaffhausener. Hat sich geupdatet. So ist das Geräusch. Jetzt kennt ihr das Geräusch auch. Das sind dann die ganz alten Kocken. Ich nehme mal die hier. Alles Roger. LKWs. Gibt es ja nur die hier. Warte mal, nicht automatisch. Müssen wir schon Lebensmittel einstellen, ne? Ich muss da einen Fehler machen. Die haben wir ja eigentlich gerade erst ins Leben gerufen. Eigentlich müssen wir da nicht unbedingt einen Fahrzeugersatz machen, aber ich mache es jetzt einfach mal. Jetzt kommt der Zug wieder an. Sieht doch mal, was der hier für ein Delay hat. Gucken mal, wie viel der mitnimmt. Das ist alles schon hier mit Fahrzeugersatz. Aber hier möchte ich gern mal noch ein bisschen was auffrischen, weil hier habe ich jetzt auch die neuesten Züge drauf. Und hier merkt man ja langsam schon, was langsam auch älter wird. Guck jetzt mal hier. Passagier. 100. Kann auch 100, ja nicht 17, der kann 14. Dann nehmen wir doch mal lieber die andere Seite. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fahrzeug wählen. So, erstmal hier gibt es ja nur die eine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo. Machen wir das mal so. Alfhausen Subrock. Das sind ja die ganz alten hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auch 8 drauf. Ah ja, den da. Und mal elektrisch gibt es 2, ne? Gut zu wissen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir mal 8. Machen wir einfach mal 8. Mal gucken, was passiert. Wir haben eh genug Geld. Aber diese Aussage wird mir irgendwann mal noch zum Verhängnis werden. So, den Rest lassen wir mal. Erstmal lassen wir den LKW Elsdorf. 49 Getreide.
Er spezialisiert sich auf Getreide, der liebe Mann, ja. Auf Getreide. Jaschen, die 1801. Der hier. Ist das eine... Ist noch so eine Linie. Machen wir das den hier. Und... 1, 2, 3, 4, 5. Jo. Müsste der am nächsten Bahnhof umgeändert werden. So, meine lieben Freunde, das war eine etwas längere Folge Let's Play Trenchstar Fever mit mir und Cedric Elsus. Und ich verabschiede mich mit dieser Folge bei euch. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.